hier links hoch, oder? Ach, und es wackelt auch noch die ganze Zeit. Das habe ich ja schon wieder völlig vergessen. Ja, was wackelt denn hier? Es fallen wohl Felsen von oben runter, die dich umstoßen. Also die dich runterholen von den Planken. War das alles? Das war alles. Braucht jemand einen Port? Gut, dass ihr Messer dabei. Wo kommt man denn hier runter? Da hinten. So, von dieses verkackte Pad ständig im Kampf, ey. Von wo nach wo muss man denn überhaupt gehen? Ah, von hier darüber. Ah, I see. Denn die Eistaste. Wo geht's hoch? Ja, du siehst hier diese, Löcher im Boden. Die Gruppe oben schießt oben diese kleinen Eiszapfen runter. Die fallen dann hier runter, die kann man dann reinstecken. Wenn alle fünf Löcher von so einem Ding kaputt sind, dann fliegen diese Steine nach oben. In der Mitte ist nochmal ein dicker, großer Eiszapfen. Wenn man da dreimal, viermal drauf schießt, dann fällt der dicke Ding runter. Der schmilzt aber auch nach einer Zeit lang. Aber da können dann... runter. Da können dann die Leute, die über die ersten zwei Plattformen erstmal draufspringen und erstmal stehen bleiben, während sie dann weiterhin oben diese Eiszapfen beschießen und die Truppe hier unten die zweiten zwei Platten. Was machst du jetzt mit den kleinen Eiszapfen? Na, die müssten eigentlich vorher runter. Die fallen dann hier runter und die sammeln wir dann hier unten ein. Und machen dann erst den hinteren, dann den vorderen. Noch 3 Minuten. Keine Eiszapfen mehr, ne? Ihr müsst doch die Eiszapfen holen. Bin dabei. Ich glaube, wir müssen warten, bis die neu kommen. Achso, okay. Jetzt kommen die. I could outrun a centaur. Glaube. Ja, ich darf auch immer einen Eiszapfen haben. Was mache ich mit dem? Ja, schon okay. Ich nenne die Dings rein, ne? Ja. Der eine ist schon an, ne? Da fehlt nur ein Eiszapfen. Ja. Und liegen irgendwie viel zu wenig Eiszapfen rum. Ich glaube, wir müssen das noch. Wir müssen die schneller runterhauen. Die sind auch schnell wieder weggeschmolzen hier. Aber jetzt sind die anderen schon wieder. Ja. Für den Teil haben wir eh jetzt nicht mehr viel genug Zeit, oder? Ich glaube, das beginnt dann nochmal von vorne. War das nicht so, wenn ein Event scheitert, dass wir dann rausgeflogen sind? Dass das komplett beendet war? Also ihr könnt jetzt den Dicken beschießen und schon mal rübergehen. Okay. Oh, jetzt dann, aber und schnell. Dann schnell weiter Eiszapfen schießen. Oh, fuck. So, wir können auf die nächste Plattform.
Eistapfen verschickt. Wir können rüber. Nein, ich bin daneben. Oh. Wenigstens einer noch oben? Ich glaube, es müssten mindestens drei da drüben sein. Ich kann ein Portal machen. Ah, sehr gut. Mach mal eins. Hier müssen dann die drei Fackeln gleichzeitig angezündet werden. Ich hänge hier fest. Aber die sind, glaube ich, schon, ne, oder? Ah ja. Ich habe ja ein Portal stellen können. Das hat mir noch nichts gebracht. Das war schon mutig. Bevor du wärst jetzt wieder. Ja. Hey, das ist ein Champion. Einfach auslassen. Oh. Bin mich irgendwie einer da oben. Ja. Kevin. Hörst du uns? Oh, hier ist aber Highlife. Alle da, ne? Oder? Jo. Jetzt kommt dieses Eisweil-Explodier-Geschichte. Hier stehen wohl ganz viele Pulverfässer. Und am besten nimmt sich jeder eins. Schnappt sich eins. Die laufen allerdings auch ab. Deswegen müssen wir auch sofort los. Ich weiß nicht mehr woher. Leg mal eins. Da geradeaus weiter. Eins pro Wall war das. Ja. Genau, für das letzte brauchen wir nämlich drei. Freezing. Leg. Nein, das ist explodiert. Das ist schon das letzte. Das sieht doch gut aus. Perfekt. Wenn die was anderes gemacht hätten. Die haben es einfach nur drauf. So, und jetzt kommt nochmal ein Pipi-Event. Ja, stimmt. War das rechts rum oder links rum? Links rum. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hergeht. Man muss doch jetzt wohl nicht auf den Stab hier, oder? Ich guck auch gerade. Warte mal, ich weiß es, ich weiß es. Was, wo ist denn der andere jetzt hin? Runter. Hier ist noch so ein Weg. Den gehe ich jetzt einfach mal entlang. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja. Das wäre die zweite Überlegung gewesen. Das wahrscheinlich schon, ne? Ach so, ja genau, da muss man hier ins Wasser springen und unten durchtauchen irgendwie. Ja. Oh, Leo ist irgendwo hängen geblieben. Mhm. Ja. Gestürzt. Ah, hier geht's raus. Kann man dich retzen, oder? Ja, ich lieg unter den Balken. Scheiße, vom Wasser aus nicht mehr.
Da kommt man nicht mehr zurück. Leider nicht. Almost there. Ja, ist so ein bisschen wie Hohecker, sie sind raus. Ja, ehrlich. Mist. Ich glaube, dass es hier lang weitergeht. Ja, das ist echt kacke. Hat das jeder gelesen? Das muss was? Also, es finden sich hier 6 Schreine und 6 Totems. Im Raum befindet sich auch ein Lindwurmwächter, der mit Feuer, Fackeln und Eiern um sich wirft. Eure Aufgabe ist es, die abgekühlten Eier, es gibt wohl unterschiedliche, also die abgekühlten Eier zu sammeln und damit den Lindwurm zu den Schreinen zu locken, damit er diese anzündet und tötet dabei die kleinen Viecher. Wenn ihr normale einsammelt, erscheinen noch mehr von den Viechern. Brennt ein Schrein, können die Spieler daran eine Fackel entzünden und sich neben das entsprechende Totem stellen. Die Totems stehen hinten links und rechts neben der Tür, wenn man jetzt gerade drauf guckt. Die Fackeln an den Totems müssen allerdings gleichzeitig entfacht werden. Also wartet, bis 6 verschiedene Fackelträger da sind. Man muss sich aber auch an das entsprechende Totem stellen. Also wenn man die Fackel am Bären-Schrein entzündet, muss man die auch an den Bären-Totem anzünden. Ah, okay. Aber wenn der einen Schrein entzündet, dann brennt er die ganze Zeit, oder wie? Ich hoffe ja. Ja, sonst doch. Ist echt scheiße. Sonst wäre es echt übel. Ja. Jetzt nimmt nur einer und einen zündet alles an, bitte. Hinter läuft immer irgendeiner hinterher. Und die Fackeln brennen ewig? Die brennen ewig, bis auch. Ja. Gut. Hier hat schon mal einer Wolf. Ich nehme den Minotaurus wieder. Ich stehe schon hinten beim Raben. Nein, nicht wieder. Geht das dann noch weiter, Arne, oder ist dann Schluss? Das ist Ende jetzt hier. Okay, Ende Gelände. Ja, wir haben nur noch 4 Minuten. Ja, das reicht doch, oder? Ja, wenn wir nicht wieder abkacken. Ich nehm Dolly. Was fehlt jetzt noch? Rabe. Nee, Leopardin. Vorne. Die beiden vordersten fehlen noch. Und großer Bär fehlt auch noch. Geht nicht. Kevin, machst du dann Rabe, oder? Ja, ich mach Rabe. Ich warte hier schon die ganze Zeit. Und dann fehlt noch... Dolly gibt schon? Bär, nee, Leopardin. Großer Bär und... Ah, großer Bär brennt schon, da gehe ich hin. Ich hab Rabe. Haben wir alle? Wo ist Rabe, links oder rechts? Rechts. Rechts haben wir schon Schneeleoparden? Nein, Schneeleopard kommt jetzt. Okay. Jetzt haben wir Schneeleoparden. Ja, ich glaube, wir können, oder? Ja, warte, Schneeleopard ist noch nicht. Nein, Schneeleopard noch nicht. Jetzt aber. Geht bereit. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Wow. Jawohl. Ach, das war's jetzt. Ich hab eine Kiste bekommen. That's it. Ja, hier am Ende ist auch noch eine Kiste. Toll, ich spiel mit. White Bunch.